Hallo und herzlich willkommen zu Project Cars auf der PlayStation 4. Und heute werde ich euch das erste Autopaket einmal vorstellen, das Ikonenwagen-Pack, also Rennwagen-Pack. Und dann werden wir mit den Autos auch einmal eine Runde drehen. Ich werde daraus 5 Videos machen für 5 Autos und dann gehen wir jetzt schon mal in den Einzelspieler. So, da werde ich jetzt erstmal gucken. Wir fangen einfach oben an, welches neue Auto hier als erstes kommt. Welches ist das? Das wird sein der BMW V12 LMR. LMP 900 Klasse. Ich gehe mal auf die Garage. Gehe mal auf Haha, habe ich nicht ausgewählt. So. Ach, jetzt ist er da wieder hingesprungen. So. Da haben wir ihn. Jetzt kann ich ihn mal angucken. Genau. Also, dieses Auto erreicht eine Geschwindigkeit von 350 km/h, hat 580 PS, beschleunigt von 0 auf 100 in 2,79 Sekunden. Bremst von 100 auf 0 in 1,66 Sekunden, wiegt 915 Kilogramm, 698 Newtonmeter Drehmoment, Gewichtsausgleich ist 55 zu 45 und Radstand ist 2,80 Meter. So, und ich denke mal, diese Lackierung werden wir auch fahren. Und ja, wähle ich den aus. Und ich denke mal, dass da es ein LMP-Wagen ist, können wir eigentlich hier die 24-Stunden-Strecke nehmen. Hier Kürze de la Sarthe, wie die in echt heißt. Und dann will ich hier noch ein paar Einstellungen treffen. Zum Beispiel, dass wir, ja, wollen wir 2 Runden fahren? Ja, 2 Runden könnten wir eigentlich mal fahren. Mal sehen, wie viele Gegner. Wollen wir ruhig mal volle Klasse machen hier? Wir machen hier einfach mal gleiche Klasse. Nein, identische Autos machen wir mal. Identische Autos. Festgelegtes Wetter, klar. Ja, wir machen mal ein bisschen später. Wir machen mal 18 Uhr. Zeitverlauf, machen wir Echtzeit. Und dann starten wir. So, ich bin also mal sehr gespannt, wie das Auto fährt. Ich muss mal gucken, dass ich meinen Sound nicht zu laut habe. So, wollen wir uns das Auto doch einmal anschauen. Ich habe jetzt eingestellt volles Feld, also wir sind insgesamt, sind wir jetzt 45 Teilnehmer. Und ich habe zufällige Startposition ausgewählt. Mal gucken, wo er mich aufstellt. Ja, bisschen so die grundlegenden Einstellungen habe ich bei dem Auto schon gemacht. Da werden wir also keine großen Einstellungen mehr machen. Wir werden gleich auf die Strecke gehen und wenn wir uns das Auto doch mal anschauen. Ja, es kann auch sein, dass ich euch hier während der Ladezeit hier nochmal so die Garagenansicht einblende. Wollen wir mal gucken. So. So, wir fahren in der Cockpit-Perspektive hier. Und ich kann auch gleich mal die Kameras mal durchschalten. Aber jetzt starten wir erstmal. Wir starten auf, ja natürlich, fast ganz hinten. Auf 44 starten wir. Oh Gott, hier gibt es schon die ersten Berührungen. Okay. Also wir müssen vorsichtig fahren jetzt, wenn die ganzen Leute hier vor uns sind. Jetzt können die uns erstmal ganz gut davonziehen. Wollen wir mal gucken. So,
Ach, du ahnst es nicht. Da habe ich einen in die Luft geschossen. Eiwei. Das wollte ich nicht. Da tut mir leid. So. So, jetzt muss ich mal ein bisschen mal aufpassen. Nicht, dass ich hier jedes Auto hier gleich abschieße. Aber ich werde mich einfach etwas in Zurückhaltung üben. Ach, du ahnst es nicht. Es schiebt so ein bisschen über die Vorderachse, merke ich gerade. Aber meine große Hoffnung... Ach, du ahnst es nicht. Das Knäuel habe ich ja gar nicht kommen sehen da. Ja, nun lass mich mal umdrehen hier. So. Ja, eigentlich wollte ich sagen, meine große Hoffnung ist die lange Gerade. Da werden wir jetzt noch ein bisschen erstmal aufholen müssen. Ich kann jetzt auch mal die Kameras ein bisschen durchschalten hier. Schön von außen. Ich weiß gar nicht, wie ich nach hinten gucken kann. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt belegt habe. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir wieder ein bisschen rankommen hier. Das war auch sehr ungewöhnlich, dass er so arg untersteuert. Das hat mich selber ein bisschen überrascht. Ich bin ihn ja schon mal kurz gefahren. Aber das hat mich doch jetzt ziemlich überrascht, dass er so arg untersteuert hat. Deswegen bin ich auch nicht wirklich gut gefahren jetzt am Anfang. Ich hoffe ganz einfach, dass wir jetzt irgendwie wieder rankommen. Dass wir uns irgendwie wieder ranarbeiten können an die KI hier. Weil wir sind im Moment, sind wir echt Letzter. Das ist ja nicht gerade gut. Das geht auf jeden Fall besser. Ah, der untersteuert auch ganz schön. Ich weiß gar nicht, woher das jetzt kommt. Aber ja. Hoffen wir einfach mal, dass wir uns dran gewöhnen. Ich habe auch hier die Bremspunkte mit dem Wagen jetzt noch nicht so drauf. Ich bremse einfach mal ein bisschen früher, aber er hat ganz gute Bremsen, merke ich. Eben halt ähnlich wie ein LMP2-Wagen. So, schön hier in den Sonnenuntergang. Habe ich extra ausgewählt. So, dann sind wir jetzt jedenfalls an dem vorletzten wieder dran. Das dürfen wir nur kein Mist bauen hier. Ich halte mich noch mal ein bisschen zurück. So. Einmal kurz jetzt anbremsen wahrscheinlich. Ja, genau. Dann kann ich hier nämlich... Ah, Leute! Macht doch nicht zu. So. Das war nicht so ganz elegant von mir, aber... Ich habe auch das Gefühl, dass sie auch viel stärker bremsen können als ich. Vielleicht hätte ich mein Auto doch nochmal ein bisschen einstellen sollen. Jedenfalls den Bremsdruck etwas erhöhen müssen. Ich hoffe ganz einfach, dass die zweite Runde ein bisschen besser läuft für uns. Und ja. Also ansonsten, ich finde das Auto ansonsten eigentlich recht cool. Weiteres LMP-Auto. Kann man auf jeden Fall mal machen. So. So. Hoffen wir ganz einfach mal, dass die hier nicht ganz so langsam fahren. Oh, Vorsicht, ich komme jetzt. Okay. Ja, jetzt haben wir endlich mal so ein bisschen Luft hier. Jetzt müssen wir mal drauf aufpassen, wann er hier in die Eisen geht. Aber ich sehe gerade, der vor uns, jedenfalls konnte man die Bremslampen, Bremsleuchten gar nicht wirklich sehen. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt Bremslampen? Er hat gar keine Bremsleuchten, oder? Ich habe nichts bremsen sehen bei dem vor uns. Oh, bisschen bremsen hier. Sonst geht das in die Buchse. So, sind wir direkt hinter ihm. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, falls er jetzt bremsen sollte. Irgendwie früher als wir. Müssen wir natürlich ein bisschen jetzt aufpassen. Aber an den ganz langsamen Autos sind wir zum Glück jetzt schon vorbei. So, jetzt sind wir natürlich in einer schlechten Position. Aber ich hoffe, dass wir jetzt durch den Windschatten jetzt vielleicht ein bisschen rankommen. Ich hoffe ganz einfach, dass der Motor hält. Der mechanische Fehler habe ich an. Eieiei.
fahr doch mal ruhig hier. So, mal gucken. So, wo soll ich denn bremsen? Ich bremse einfach mal hier. Ich habe die Bremspunkte mit dem noch nicht wirklich raus. Auf dieser Strecke. Es wird jetzt in diesem Rennen auch nichts mehr werden. Mit den Bremspunkten so richtig. Es wäre geil, wenn ich jedenfalls ein bisschen weiter nach vorne kommen würde. Sonst wäre es ein relativ trauriges Rennen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ganz aggressiv jetzt mal versuchen, hier zu überholen. Und ich glaube, ich bin vorbei. Ich glaube, könnte... Ah, doch. Vorbei. Gut. Okay, bremsen, bremsen, bremsen. Vielleicht ist sogar noch ein bisschen mehr drin. Ah, und das steuert wieder. Das gefällt mir nicht so. Aber jetzt gleich in der scharfen Kurve gleich. Da können wir bestimmt einige überholen. Wenn die sich nicht alle vor uns stellen. Sind wir noch mal hier schön im Windschatten, können wir uns ranarbeiten. Vielleicht sogar jetzt schon vorbei. Wie gesagt, ich weiß leider auch nicht, bremsen hier alle so früh. Eieiei. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Was wollte ich sagen? Die bremsen ja alle so früh. Muss man immer arg aufpassen. So, jetzt sind wir aber allerdings schon 39. Also unter Top 40 wollte ich eigentlich gerne schon kommen. Ich habe vielleicht auch die KI tatsächlich dann doch ein bisschen hoch eingestellt. Dafür, dass ich dann volles Fahrerfeld genommen habe. Kann auch sein, dass sie das doch noch verkehrt eingestellt hatte mit hier, wo ich starten will. Ich glaube, das war noch gestellt auf letzter. So, jetzt bremse ich mal ein bisschen früher hier, damit ich dem, ups, ich fahre einen Käse zusammen. So kann man natürlich auch überholen. Na gut, wir sind jetzt 37. Ich denke mal, viel weiter nach vorne wird es auch nicht mehr gehen mit uns. So, ein bisschen bremsen hier. Damit wir hier schön locker rumkommen. Vielleicht überholen wir den einen ja noch. Vielleicht in der letzten Schikane oder so. Eieiei, aber so nicht. Ah. Ah, Leute. Ja, also es gibt Strecken, da fährt er absolut genial. Und es gibt Strecken, da untersteuert er ziemlich. Hier untersteuert er leider ziemlich. So, jetzt kann ich jedenfalls meinen Bremspunkt hier wählen. Und der ist genauso wie bei LMP2 ungefähr. Okay. Ja, okay, jetzt wären wir 36. Ja, schade. Nur 36. Aber mein Gott. Ist halt so, ne? Dann würde ich einfach auch mal sagen, das ist dann auch schon das erste Auto gewesen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video, Leute. Und bis dann.